Herzlich willkommen in der Interviewreihe des Studiennetzwerks für integrative Medizin. Mein Name ist Gudrun Dara Müller und heute tue ich Oliver Utz im Interview begrüßen. Der ist Fußballtrainer und wird uns heute erzählen, was wir tun müssen, damit die Fußballmannschaften endlich mal wieder gewinnen. Also Hamburg steht ja in beiden Mannschaften kurz vorm Abstieg. Wie kriegen wir da noch was gerettet und was können die Profis dort noch tun oder können sie überhaupt was tun? Hallo Oliver. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einleitung. So als Fußballtrainer, was meinst du, haben unsere Mannschaften noch eine Chance? Die Hamburger, also ich weiß jetzt gar nicht, wie die zweite Mannschaft steht, aber die Profis werden wohl wenig Chancen haben, dieses Jahr die Klasse zu halten, so wie ich das sehe. Das ist klar, aber was ist da schiefgelaufen? Weil wir denken ja immer, da sind Profis, die werden gut bezahlt, die haben alles, was sie an Unterstützung kriegen können. Wo hängt es da? Also welche Erfahrungen hast du als Fußballtrainer gemacht? Also aus meiner Erfahrung ist es so, ich habe auch mir immer die Frage gestellt, wieso kann jetzt meine Mannschaft heute im Spiel gegen den Tabellenführer gewinnen und nächste Woche verlieren wir gegen die schlechteste Mannschaft. Das ist eine Woche später, sind die gleichen Spieler. Die haben nicht innerhalb von einer Woche alles verlernt. Also muss da irgendwo was stattfinden, wo man nicht sehen kann. Und ich habe dann irgendwann in meiner Tätigkeit als Trainer den Horst Wein kennengelernt, der hat uns dann erzählt, dass über dem sichtbaren Bereich im neurobiologischen Teil Dinge passieren, die dann praktisch Auswirkungen haben und die man trainieren kann und trainieren sollte. Da geht es also um die Situation an sich. Und da muss man erstmal wahrnehmen können. Da muss man erstmal sehen, was passiert da. Dann gibt es den nächsten Schritt, der heißt dann Analyse. Wie sind meine früheren Erfahrungen mit der Situation? Hatte ich die Situation überhaupt schon mal? Und dann muss man eine Entscheidung finden, gewisse Risiken berücksichtigen. Und ganz zum Schluss kommt es zu einer Handlung. Und das ist dann wieder der sichtbare Bereich, weil das ist dann das, was der Trainer sehen kann, was die Zuschauer sehen, was dann nachher dabei rauskommt. Aber die Dinge, was davor sich abspielen, die kann man nicht sehen. Und das finde ich, das ist das Interessante, weil Fußball beginnt letztendlich im Kopf. Und dann geht es darum, wenn man die neurobiologischen Ebenen sich anschaut, dass dann manchmal das auch so ist, wenn es dem Spieler gerade im Moment gar nicht wichtig ist, die richtige Entscheidung zu finden, weil er irgendwas anderes vielleicht gerade im Kopf so hat, dann wird er auch nicht seine Leistung abrufen können. Und das sind lauter so kleine Dinge, die man berücksichtigen muss. Und ich habe mittlerweile dann herausgefunden, dass die Spielsituation, wenn sie schon mal irgendwann erlebt wurde, praktisch dann wieder angetriggert wurde, dass dann irgendwelche Prozesse ablaufen, dass der Spieler oder manchmal oder ganz oft die ganze Mannschaft dann auch gar nicht ihre Leistung abrufen kann. Weil von der biologischen Seite gibt es da Fluchtmodus dazu, ja, wenn da irgendwelche Angstzustände vielleicht dazukommen. Also gerade jetzt bei den Profis, wenn sie unten drin stehen, geht es um den Abstieg und jetzt kriegt man da das erste Gegentor, mal ist 0-1 zurück und oh, wir dürfen aber das Spiel nicht verlieren. Dann laufen gewisse Dinge im Körper ab, dass man halt schnell laufen kann, aber nicht mehr feinmotorisch die Muskeln ansteuern, um seine Technik, die man doch auch hat, hier dementsprechend abzurufen. Also das finde ich mal ganz, ganz interessant. Und ich bin auch der Meinung, dass die Trainer eigentlich mehr über die Biologie vom Fußballspieler wissen müssten, damit sie das dementsprechend auch einschätzen können. Weil wenn ich jetzt außen auf der Bank sitze und sehe, dass keiner die Leistung abruft, dann kann es durchaus passieren, dass man in der Halbzeitpause oder nach dem Spiel in Konfrontation geht und dann gibt es viel Ärger und das macht die Situation dann auch nicht besser. Stattdessen müsste man mal die Dinge im Kopf lösen, dass die wissen, was passiert und warum das passiert und dass sie eigentlich gar nichts dafür können. Und dass man gewisse Dinge vielleicht auch anders einordnet. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Also von daher, man tut sich dann Schuldgefühle einreden, weil man hat es jetzt wieder nicht geschafft, man hat wieder daneben geschossen und das sind ja die Selbstwerteinbrüche und die machen ja dann die Muskeln schwach, die Knochen schwach und hinterher tut einem dann das Knie weh und man ist immer mit irgendeiner neuen Verletzung
auf der Bank anstatt auf dem Feld, weil man halt nicht seinen eigenen Wert sich selbst sieht, weil der Körper halt ja nicht 100% funktioniert. Genau, das sieht man dann am Ergebnis, an der Tabelle. Man hört es dann über die Medien, man liest in der Zeitung, der Trainer sagt es einem, der Manager sagt es einem, der Vorstand sagt es einem, die Mitspieler auch nochmal. Also so lange, bis man es dann wirklich selber glaubt, dass man gar nicht gut ist, aber das liegt eigentlich dann nur daran, dass man es gerade im Moment halt nicht abrufen kann, weil gewisse Dinge eben ablaufen, wo dann, ich sag's mal, unbewusst dann sind. Und dann können die Spieler in der Sekunde halt ihre Leistung nicht abrufen. Das heißt, man muss den Kopf dafür erstmal wieder frei machen. Und das hast du jetzt gelernt, weil du hast jetzt Meta-Health gemacht, du hast dich als Meta-Health-Practitioner ausbilden lassen. Und das sind dann die Erfahrungen, die du dort gemacht hast oder die Erkenntnisse, die du auf diesem Weg gefunden hast. Ja, für mich war das unheimlich wichtig zu wissen, was da im Körper passiert, was da alles abläuft. Vor allem auch, wenn es um Konstellationen geht, also wenn im Gehirn, sag ich mal, verschiedene Prozesse ablaufen, dass dann eben Dinge sind, wo der Spieler selber oder der Mensch selber eigentlich auch gar nichts dafür kann, dass er so handelt, wie er es gerade tut. Und dass da auch Dinge zusammenspielen über die Gruppendynamik und wie verhält man sich in der Gruppe, wie verhält sich mein Mitspieler und solche Dinge. Und je nachdem, wie da der Einzelne geprägt ist, gibt es dann halt Situationen, wo der Spieler halt so reagiert, wie er reagiert. Aber wenn ich jetzt weiß, warum er das so tut und er eigentlich auch gar nichts dafür kann, dann kann ich das dementsprechend einordnen und dann über ein Einzelgespräch oder vielleicht auch über Verständnisgespräche mit der ganzen Mannschaft solche Dinge auflösen, damit die da keine Angstzustände bekommen, sondern dass sie es eigentlich richtig einschätzen können und dann wahrscheinlich eher auf ihre Leistung zurückgreifen können. Das also ist ja auch. Unten auf der unbewussten Ebene, das ist ja so nach dem Motto, wenn der Trainer aussieht wie Papa, dann hat der Trainer sowieso keine Chance, weil Papa hat mich ja schon damals vor 20, 30 Jahren schon schief angeguckt und hat mich nicht wertgeschätzt und hat nicht das gemacht, was ich wollte. Genau. Und dann ist sowieso chancenlos und alles vorbei. Also das ist ja aber nur ein Teil, also was auch die körperliche Sache angeht, das habe ich gelernt. Also ich habe einen Spieler jetzt aktuell, der hat, ich habe jetzt eine Mannschaft übernommen im letztes Jahr im Sommer und der hat seitdem noch gar nicht gespielt, weil er verletzt war und mir dann seine ganze Krankengeschichte erzählt hat. Da ging es immer darum, dass er, wenn er gerade wieder fit war, dann hat er irgendwo anders irgendwie einen Bänderriss oder irgendwas anderes Schlimmes. Und dann gibt es Entzündungsprozesse und bis das dann wieder ausgeheilt ist und bis er wieder rankommt. Und dann habe ich herausgefunden, okay, seit wann hat er das? Ja, seit der Ausbildung. Das heißt, früher, wo er in der Jugend gespielt hat, hat er nie eine Verletzung gehabt. Und das war dann erst so mit 17, 18, wo er dann auch im aktiven Bereich war. Und habe dann herausgefunden, dass er in einer Firma, die deutschlandweit agiert, arbeitet. Und da weiß man auch, wie die Methoden sind, was die Auszubildenden angeht. Und da war der Selbstwert natürlich die ganze Zeit gedrückt, weil denen wird schon aufgezeigt, dass sie nichts können. Das ist so die Methode halt, wo manche Ausbilder haben. Und im Fußball war er aber gut. Das heißt, er war da immer quasi zwischen gedrückt und im Fußball konnte er dann aber anerkannt sein. Achso, und dann hat er natürlich immer im Fußball die Einbrüche und die Entzündungen bekommen. Genau, und seine Verletzung bekommen. Und und das habe ich jetzt versucht, ihm mal zu erklären, an was das liegen könnte, dass er so immer verletzt ist. Und er hat es bestätigt, dass er da ständig immer zwischen die Ohren bekommt oder bekam während der Ausbildung. Eigentlich nach meiner Theorie müsste er den Arbeitgeber wechseln, aber er kann es möglicherweise jetzt mit umgehen. Und jetzt ist jetzt so weit, dass er im Aufbautraining ist und demnächst dann auch wieder spielen kann. Also da helfe ich ihm schon, dass er so weit dann auch seinen Selbstwert erhöht, dass er da künftig auch keine Verletzung mehr davon trägt. Ja. Und das ist natürlich jetzt gut, dass du jetzt angefangen hast, in Gesundheit zu investieren und gesagt hast, ich nutze jetzt halt die Hanfprodukte von Cannawe, weil das ist ja natürlich ideal, für genau diese Sportler. Also von daher, weil
Voll durch die Hanfprodukte. Also dadurch, wenn man halt in emotionalen Prozessen drin ist, hat man ja halt diese Verknäuelung der Faszien, die halt die Knochen halt brüchig dann machen oder halt auch den Schmerz erzeugen. Und durch Cannabis wird es halt entspannt. Man hat auch eher den Mut, mal dem Ausbilder dann zu sagen, halt, hier ist die Grenze. Ich weiß zwar noch nicht alles, aber ich bin trotzdem wertvoll. Also, für, dass man für sich einstehen kann und dass man halt auch den Mut hat, in Situationen gerade zu reagieren und sich nicht runterdrücken zu lassen. Und wenn er dann natürlich auch die Möglichkeiten nutzt, halt finanziell unabhängig dadurch zu werden, dann kann er ja sagen, okay, wenn die Ausbildung nicht passt, ja, dann mache ich halt was anderes. Ja, oder was Eigenes vor allem. Also das, was mich aufbaut und was mich stärkt und nicht etwas, was mich heruntermacht. Also die Möglichkeiten sind ja dadurch durch groß da. Also es ist ja etwas, was halt gut ist, halt auch für die Interaktion in der Gruppe. Weil wenn man insgesamt entspannter miteinander umgehen kann und nicht immer aufpassen muss, wen verletze ich jetzt, was mache ich jetzt, oder dann ist natürlich das Spiel wahrscheinlich hinterher auch ein ganz anderes. Ja gut, bisher nutzen die, also die Amateurfußballer zumindest, dann halt ihr Bierchen, um hier lockerer zu werden. Ist aber nicht gerade unbedingt leistungsfördernd. Genau. Aber das andere ist halt eher energiefördernd, durchblutungsfördernd und wirkt halt eher nachher aufbauend, entspannt, aber halt aus der Entspannung kraftvoll sein. Und das ist ja das halt das Ziel des Ganzen. Nicht angespannt auf den Platz zu laufen, sondern halt entspannt, um dann zu sehen, ah, da ist das Loch und da geht's ins Tor. Ja, das ist auch so immer meine Idee, dass man die Spieler vom Spiel dahin bekommt, dass sie ein gutes Gefühl haben, dass sie mit einem guten Gefühl ins Spiel dann auch reingehen. Ja. Und was empfiehlst du eigentlich so, dann, wenn du sagst, die sitzen am liebsten so beim Bierchen und jetzt hast du da jemanden, der möchte ein bisschen erfolgreicher werden, der möchte halt aus dem Amateuren rauskommen und zu den Profis rein, empfiehlst du dem auch sein Bierchen oder was empfiehlst du dem? Nee, da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu. Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriger Weg, weil da wollen viele hin oder fast alle. Da braucht es auch ein bisschen Glück dabei. Aber ich denke mal, dass jeder so weit kommen soll, dass er für sich in seinem Bereich dann einfach feststellt, dass er im richtigen Team dann auch spielt. Und wenn es dann mehr sein will, dann soll er den Schritt auch gehen. Also das muss man aber... Das ist eine Entscheidung. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das kann man ihm aber auch dann nicht abnehmen. Es ist eine innere Entscheidung. Und die können wir natürlich unterstützen. Und da gibt es halt, wenn wir jetzt gerade so bei Investitionen in Gesundheit sind, gibt es natürlich ganz viele Sachen. Halt einmal zu sagen, halt mit Cannabis entspannter werden. Und halt mit dem Öl gibt es halt ja alle Aminosäuren, die mit der Körper so braucht, die er nutzen kann. Man hat die Salbe, um halt die verspannten Stellen, wenn man halt doch mal einen Fußtritt abbekommen hat, zu pflegen. Oder halt kurz vorm Spiel einmal zu inhalieren, kurzzeitig, um zu sagen, okay, jetzt bin ich doch wieder in der Entspannung, ich muss nicht so mit Lampenfieber hochfahren. Also es sind ja ganz viele Varianten, die man auf der Variante hat, aber es gibt ja auch ganz viele andere. Wenn wir halt zum Beispiel bei Young Living gucken, da hat man dann, gibt es ja auch Ning-Sherret-Saft, wo du dann sagen kannst, ich habe alles an Antioxidantien oder halt, ich habe sonst noch Balance Complete für den Eiweiß und den Muskelaufbau, ist ja auch vielleicht wichtig. Fällt mir gerade was ein, man könnte doch auch mit den Ölen, mit so einem Verdampfer die Kabine beräuchern. Genau, ätherische Öle in der Kabine, da muss man natürlich gucken, welche man nimmt. Weil es gibt natürlich auch Düfte, wo gewisse Menschen allergisch reagieren. Also ich hatte es ja mal, ich habe dann auch so am Anfang von Young Living so vollkommen begeistert über die Schmerzlösung von Pennewee. Habe ich halt im Fitnessstudio einer, die dann halt da gerade Schmerzen hatte, das raufgerieben. Der Duft war nicht so ganz von den anderen, die haben alle gedacht,
Was riecht denn hier so nach dem Motto? Weil Wintergrün ist so ein kampferartiger Geruch. Okay. Und der ist natürlich nicht so, aber wenn man natürlich halt eher Pfefferminze nimmt oder mit Cool Azul, da gibt es sozusagen so ein schönes Massagegel. Oder halt, indem man Ningxia Nitro nimmt und so ein bisschen Energie und Power in seinen Körper reinbringt. Also es gibt ganz viele Varianten, wie man sich da unterstützen kann, mehr in seine Fitness zu kommen und zu sagen, ja, das schaffe ich. Heute erreiche ich den Rekord. Beim Fußball ist es ja eher das Zurückgehen. Wenn ich sage, ich will schnell laufen können, also ich bin der Sprinter im Team, da muss dann schon noch so ein bisschen mehr Power aus einer anderen Ecke hinterherkommen. Da gibt es ganz viel, wo man sich unterstützen kann, wo man sagen kann, ja, wenn ich es erreichen will, unterstützen kann man immer. Ja, wie gesagt, Fußball beginnt im Kopf und wenn der nicht beim Fuß ist, dann wird es schwierig, mit dem Spiel zu gewinnen. Das sowieso, das kennen wir ja auch. Wenn so die Gedankenkreise da sind, ist ja völlig egal, was sonst aktuell gerade ist. Die Gedankenkreise haben dann die Macht über uns und sagen, du musst die ganze Zeit nachdenken. Und jetzt wissen wir ja mittlerweile, da sind nicht die Gedanken das Problem, sondern unser Körper, da ist ein biologisches Bedürfnis nicht erfüllt. Erfülle das biologische Bedürfnis des Körpers und schon hören die Gedanken von ganz allein auf. Und dann ist auf einmal Stille im Gehirn. Und das ist für manche Was ja vielleicht ungewohnt. ich dann vorhin schon mal angesprochen habe, wenn dann ein Spiel unbedingt gewinnen werden muss, Oh, muss. dann ja, da ist dann schon auch ein gewisser Druck dann da. Da muss man als Trainer schon auch aufpassen, wie man da dem Spieler gegenüber oder der Mannschaft gegenüber das auch kommuniziert. Und das ist dann schon deutlich zu sehen. Also wenn man dann sieht, dass die Mannschaft wirklich also wie mit Bleifüßen spielt, dann weiß ich sofort, okay, jetzt war da irgendwas nicht ganz okay, das muss man in der Halbzeit dann korrigieren. Und wenn einem das gelingt, wenn man weiß, was da abläuft, dass man dann eben Dinge von der Mannschaft nimmt, dass die dann im Kopf dann wieder freier werden. Dann habe ich das schon ganz oft erlebt. Dann ist die zweite Halbzeit plötzlich ein völlig anderes Spiel. Und dann kann man dann auch, natürlich braucht es auch einen Spielverlauf dazu. Am besten macht man dann ein Tor, dass man in Führung geht und dann läuft es wie von allein. Aber bis das dann mal passiert, das ist ein Prozess. Und das müssen die Spieler, denke ich mal, auch wissen, dass sie da jetzt gar nichts dafür können, dass da vielleicht irgendwo der Ball anstatt zum Mitspieler eben 5 Meter ins Ausfliegt. Das sind dann eben Dinge, wie gesagt, die einfach automatisch ablaufen. Und damit umzugehen, das finde ich, ist dann schon die interessante Trainertätigkeit. Ja, ist klar, das sind das, was an Erwartungen und Forderungen immer in der Raum steht. Wenn wir die Erwartungen und Forderungen der anderen ernst nehmen und sagen, ja, ich möchte die jetzt ganz unbedingt erfüllen, also diejenigen, die wirklich den Fans nach dem Motto alles geben wollen und dann auch gewinnen wollen, die sind ja meist am schlechtesten dran, weil die werden blockiert dadurch, dass sie halt Erwartungen und Forderungen erfüllen wollen und nicht einfach entspannt spielen wollen und einfach sagen, ja, wir werden das Spiel gewinnen, das steht ja gar keine Frage. Wir machen einfach, ohne jetzt so nach dem Motto, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, also ohne dieses Körperhamsterrad, sondern einfach aus dem Entschluss heraus, ja, und wenn es nicht klappt, naja gut, aber wir geben alles, versuchen es hinzukriegen. Weißt du? Aktuelles Beispiel: Wir haben in der Saison im ersten Spiel 15-0 verloren. Von den 5 Gegentoren waren 4 aus Eckball entstanden. Also die ersten 4 Gegentore waren durch einen Eckball und die hat dreimal der gleiche Spieler dann auch verwertet. So, und dann haben wir bis zum Rückspiel, ein halbes Jahr später, uns schon deutlich weiterentwickelt. Und wir waren so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen da mitspielen und vielleicht auch, also zumindest das Ergebnis vom Hinspiel korrigieren, aber vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht können wir da sogar Unentschieden holen oder mit ein bisschen Glück auch gewinnen. So sind wir in das Spiel reingegangen, machen das gut, bis wir den ersten Eckball kassieren und der war drin. Eckball und der Spieler, wo im Hinspiel schon dreimal den Eckball verwertet hat, wieder. Und dann konnte man eins feststellen, was dann passiert ist. Nämlich, dass bei jedem Eckball
überhaupt gar keiner mehr in der Lage war, seine Aufgabe zu erfüllen, sondern die standen alle nur da und haben zugeguckt, wie der Gegner das nächste Tor schießt. Also wir haben das dann 7-0 verloren, nicht nur 5, sondern 7. Und das hat etwas gedauert, bis die Mannschaft das realisiert hat. Und ich habe dann versucht, es denen zu erklären, dass sie da gar nichts dafür können, weil es war einfach das Pech, dass wir mit der ersten Situation Eckball, Tor, wie im Hinspiel, und da hat automatisch dann jeder dran denken müssen. Das war dann wirklich so, die waren starr vor Angst, kann man sagen. Und der Ball fliegt rein, alle stehen und gucken und der Gegner schießt die Tore. Wir haben seither überhaupt kein Eckball-Tor mehr bekommen. Aber das sind dann so die Dinge, wo dann eigentlich, ja, leider so dann sind, manchmal im Fußball. Kennst du schon das Excess Consciousness Clearing Statement? Nein, sagt man gerade überhaupt gar nichts. Das tue ich dir noch, tue ich mal wieder mit rein. Das habe ich jetzt die ganzen letzten Male. Das nutze ich jetzt immer, weil ich sage dann immer, okay, und möchtest du es loslassen? Also von daher, wenn wir erklären dem anderen, geht es in den Verstand rein. Dann ist es noch nicht im Körper drinnen. Aber es geht nur darum, alte Erfahrungen loszulassen. Und dann sage ich immer, möchtest du die Erfahrung loslassen? Ja, okay, jetzt. Breit und gut. Von gut in Bett, Pot in Pop, Online, Short Boys und Beyonds. Und schon löst es sich beim anderen. Das ist einfach auf der Quantenebene. Okay. Das heißt, wir wechseln die Ebene und tun damit alte Lasten einfach loslassen. Also das, was früher so schwierig war, jetzt müssen wir uns ändern und müssen an unseren Körper ran. Wir kommen ans Unbewusste so mit unserem Verstand nicht ran. Der Weg ist sehr, sehr weit. Wir müssen dann ganz viel trainieren, bis es raus ist. Oder wir gehen auf eine Ebene höher, aufs Informationsfeld, wo es ja Okay. gespeichert ist, und lösen im Informationsfeld das, was es macht, und dann kann es sich neu sortieren. Also das ist spannend, weil in der Richtung arbeite ich in meiner Praxis ja auch, was Quantenheilung, sage ich mal, angeht, oder Quantentransformation. Das geht wohl auch dann in die Richtung, dass man einfach Ja, die das Information geht. verändert durch eine Intention, wie auch immer. Genau, und diese Intention ist sehr hervorragend, weil es tut ins Gleichgewicht machen. Also du kannst ja auch einfach in YouTube googeln. Also es gibt in YouTube von, ich weiß den Vornamen gerade nicht mehr, Susanne Mittermeier, gibt es sozusagen die Erklärung des Access Consciousness Clearings. Und die erklärt, welche Bedeutung die gesamten Worte da haben. Das dauert über eine Stunde lang. Von daher, weil da hängt ganz viel dahinter. Im Grunde genommen kannst du auch sagen, hau es beschlossen weg. Kommt wahrscheinlich auch selber raus. Aber Findet man aber auf deiner Seite jetzt noch nicht, oder? doch, das habe ich jetzt fast überall unten drunter immer mit, weil ich habe es halt von Sibylle Muth vor kurzem erfahren und finde es einfach nur genial. Weil seitdem die Dinge lösen sich sehr viel einfacher. Man muss Okay. natürlich immer gucken, was hängt noch, was hängt noch, was hängt noch. Weißt, aber das löst sich so viel einfacher und schneller, als wenn ich wirklich jedes Puzzleteil einzeln mache. So. Ich habe ja auch vorher mit CQM auf der Quantenebene, da musstest du Puzzleteil für Puzzleteil. So. Und jetzt habe ich mein SKIO-Gerät, das sagt mir ungefähr die Richtung. Und da kann ich dann lösen die Themen und dann bewegt sich schon wieder ein ganzes Stück weiter. Und das macht einfach Spaß. Wenn ich sie Ja. bewegen. Der andere muss natürlich mitgehen mit der Entscheidung, weil es löst einen Bewusstwerdungsprozess aus. Ja. Und dass du beim nächsten Mal, wenn du es mitbekommst, sagen kannst, ah, schön, du bist ja auch schon wieder da. Weißt, dass es aus dem Unbewusstsein endlich ins Bewusstsein kommen kann. Das funktioniert auch mit der Gruppe. Probieren. Ja, mach ich mal. Also ich habe es neulich beim Vortrag gemacht, also der letzte Vortrag hier mit wie lösen wir chronische Probleme und ändern Erbanlagen? Dort habe ich es halt mit den Teilnehmern, wir haben es gemacht. Also ein Stück Okay. hat auch funktioniert. Muss man halt nur ein bisschen mehr oben rum gucken, ob alle sagen ja oder ob da noch Zweifel sind, die vorher gelöst werden müssen. Also so nach dem Motto ein Zweifel, dass das jetzt funktioniert und auch der Zweifel, darf ich so nach dem Motto in dein Energiefeld ändern? Weißt du, du brauchst ja eine Bestätigung vom anderen, Ja. dass ich da ändern kann. Ich ändere ja nicht in anderen Energiefeldern, wenn die nicht ihre Bestätigung gegeben haben, ja, ich will es wirklich loslassen. Weil es gibt manchmal Gründe, warum Leute es unbedingt noch behalten wollen. Natürlich. Und die dürfen es auch gerne behalten. Also es ist ja freie Entscheidung. Deshalb, jeder muss für sich erstmal sagen, ja, ich möchte loslassen. Und das tut erst die Verbindung ins andere Feld schaffen.
Wenn der andere nicht vollständig zustimmt, kommt das, was ich sage, nicht an. Nee. Und so. Darf gern so sein. Okay. Und jeder kann halt auch in den, wenn man es halt so macht, im Video macht, man kann ja halt mitmachen oder nicht. Und die Access Consciousness Gruppe, die hat etliche YouTube-Videos da drin, wo man einfach nur zugucken muss und mitmachen muss und sagen kann, ja, ich entscheide mich dafür und dann löst es sich bei mir auch. Okay. Kann ich zeitversetzt vorkommen. Das ist praktisch. Ja, auf jeden Fall. Spannend. Nö, das ist das. So. Was hätten wir noch so einen Tipp für die Profis? Also wenn ich jetzt ja jemanden habe, der möchte, dass unsere Mannschaft gewinnt, was kann ich dir mitgeben? Einfach diesen Beitrag teilen, das Video teilen, dass sie es zu den Sportlern bringen, damit sie sehen, so könnte ich mich noch unterstützen oder ich verstehe mich vielleicht ein bisschen besser. Ja, ich denke, dass die Trainer vielleicht etwas mehr Wissen noch benötigen, um damit umzugehen. Also es geht jetzt nicht darum, alles zu verstehen, aber es geht darum, Dinge zu wissen, warum sowas jetzt gerade abläuft, um das einordnen zu können. Weil das Schwierigste überhaupt, finde ich, in meiner Erfahrung, wenn man als Trainer auf Konfrontation mit seinen Spielern geht. Weil die haben ja auch alle irgendwo eine Idee, wie das Fußballspiel aussehen soll. Und wenn ich da meins mit zu 100% durchdrücken will und die Spieler aber teilweise anderer Meinung sind, dann wird das nicht funktionieren. Also das ist meine Erfahrung. Ich mache das mittlerweile so, dass ich meine Idee der Mannschaft präsentiere fürs Spiel. Ich kann das auch dann erklären, warum. Weil die Situation ist die und die und der Gegner spielt so und so. Und deswegen habe ich mir die Strategie so und so ausgedacht und könnte damit leben, ja oder nein. Und dann kommen die Spieler auch ans Tun und sind da mit involviert, wie wir jetzt das Spiel angehen. Und dann wird man eine gemeinsame Lösung finden. Und wenn die funktioniert, ist gut. Und wenn nicht, dann können wir uns darüber austauschen, was wir verändern müssen das nächste Mal. Das finde ich immer der bessere Weg, wie wenn ich das alles vorgebe. Und da wird irgendwann, wenn es mal nicht funktioniert, die Konfrontation so groß sein, dass man dann, wie man so schön sagt, dass dann die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft dann irgendwann nicht mehr stimmt. Und dann ist schwierig. Und wenn die Spieler dann blockieren, dann wird man auch keine Ergebnisse bekommen. Dann entsteht dann der Trainerwechsel und der Effekt, dass erstmal alles wieder funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, wo das gleiche Thema wieder aufkommt. Und dann geht es auch da nicht mehr. Also da muss man, denke ich, als Trainer noch ein bisschen mehr Wissen bekommen. Vor allem über die Biologie, das kriegt man leider nicht bei den Lizenzlehrgängen vom Verband, sondern das darf man sich anderweitig aneignen. Genau. Und das ist halt deine Variante Meta-Hells und die tun wir ja auch bei uns auf der Seite. Finde Wissen ist ja Meta-Hells mit hinten drinne. Also das hat mir sehr geholfen, vor allem auch, was die Revierbereiche dann angeht, wie so die Gruppendynamik aussieht, wie der, und auch die Hormonlage spielt eine wichtige Rolle, wie Menschen oder Fußballspieler in dem Fall reagieren. Und das, wenn man das weiß, was da abläuft, kann man auch viel steuern, dass es auch wieder ins Gleichgewicht kommt und dass jeder irgendwo seine Position findet in der Gruppe. Und das tut mir als Trainer dann wieder gut, dass man dann auch mehr Spiele gewinnt, wie man sie nicht gewinnt. Genau, die Revierbereiche finde ich sowieso genial. Das ist so mein Lieblingsthema, Revierbereiche. Da habe ich auch ganz viele Videos schon gemacht. Weil ja, sehr interessant. Genial, wenn wir das sehen, gibt es eigentlich keine psychischen Störungen mehr, sondern dann wissen wir, typisch Mensch ist wieder mal unterwegs. Ja, aber wir sind alle typisch Mensch. Ja, ich versuche da in der Richtung auch mal speziell, sage ich mal, in meinem Bereich für Fußballtrainer, so ein bisschen ein Seminar oder eine Fortbildung da zusammen zu basteln. Und es wird nicht jeder gleich verstehen, worum es geht, aber die, wo dafür offen sind, die können dann irgendwann mal wissen, okay, da war doch mal was und so ist es tatsächlich. Nee, also es gibt auf jeden Fall immer wieder neue Dinge. Ich sage, es können sich immer wieder neue Türen öffnen. Und von daher, wenn ich jetzt so mal überlege, wie könnte man so unterstützen oder wie würde ich ihn unterstützen? Ich würde erstmal an Skio denken, weil ich weiß ja, da gibt es die Geschichten, dass die Scheichs ihre Kamele für, wenn die halt ihre Kamelrennen machen, die von Skio sozusagen per Pferde nebenbei unterstützen lassen. Okay. Also von daher, wo ich dann sage, so,
Muskelaufbau, dass es schneller geht, dass es halt eine Verletzungsregeneration, vor allen Dingen zeigt der dann halt auch an, wo es hängt und solche Sachen, wo ich sage, ja, das hört sich hervorragend an. Da sieht man dann auch, welche Hormone im Ungleichgewicht sind. Also das sind so spannende Varianten, die da im Hintergrund sind. Das tut ja auch, es geht auf der Quantenebene, also Quantenbiofeedback, was sich halt immer wieder anpasst. Das ist ja so, wo ich auch sage, da sind noch so viele Möglichkeiten drin versteckt. Wir möchten ja alle erstmal geborgen werden, dass wir es halt wirklich das Ziel auch schaffen, was ich halt im Studiennetzwerk für integrative Medizin habe, dass wir sagen, wir können immer wieder neue Türen öffnen. Und da sind noch so viele Türen, die haben wir noch gar nicht aufgemacht, noch gar nicht erforscht, was da drin ist. Und da ist ja eine Masse an Wissen und an schon Umsetzung da, die halt gesagt wird, wer ausprobieren will, kann ja ausprobieren, kann ja machen, kann ja gucken und für sich gucken, was macht es mit mir, was bringt es für mich. Und das ist so, wo ich sage, wenn wir es damit hinkriegen, dass wir so die Welt so hinkriegen, wie wir sie uns gerne wünschen und nicht mehr so, ja, das ist jetzt so, weil das war ja schon immer so und das ist ja schwer und nicht zu ändern. Das sind so Energien, wo ich sage, warum eigentlich? Einfach löschen. Mit dem Baum, mit dem Bett, mit dem Pop, online, Shortbox und Bühne. Die Welt darf einfach sein und leicht. Und es darf funktionieren. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit mit dir weiterhin. Okay. Und mal gucken, was wir noch für spannende Ideen bekommen. So in den weiteren Monaten, Jahren unserer Zusammenarbeit. Okay. Vielen Dank. Gerne. Für die Fragen und ich hoffe ja mal, dass die Fans es ihren Fußballspielern so ihnen helfen, indem sie halt vielleicht nicht mehr so viele Erwartungen haben, sondern mehr Verständnis und sagen, ja, ich zeige dir, guck mal, da gibt es einen Weg, ich öffne dir eine Tür und dann geht es beim nächsten Fußballspiel vielleicht schon viel besser. Drück mal die Daumen, ne? So machen wir das. Okay. Okay, danke. Tschüss. Gerne, tschüss.